So, ich muss euch dann hier mal wieder reinschieben in mein Provisorium. Mal gucken, ob es funktioniert. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier das Kabel nicht ständig im Weg habe. Ist das nicht schön, wenn man eine Stiftekiste besitzt? So. Das brauchen wir hier auch nicht mehr. Zack, bumm. Wenn man kleine Metallteile erspäht, habt ihr nicht gesehen, ich habe es eben noch gebastelt. So, jetzt werde ich hier aber erstmal die Adresse entfernen. Ja, mit Schere wäre nicht schlecht. Da ist er doch glatt angekommen. So, da ist er doch. So, und irgendwas mit Drehen. Also Ika, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Drehen. Soll ich das Ding jetzt ständig im Kreis drehen? Das löst sich dann von selbst, oder? Ich nehme die Schere zur Hilfe, ne? So, es kann auch sein, dass ich das jetzt gar nicht alles in einem Rutsch hier schaffe. Weil mein Mann jetzt auch irgendwann nach Hause kommt und Hunger hat. Da habe ich euch ja hier irgendwo reingeschnitten, ey. Das ist gefährlich. Dafür schneide ich da irgendwo rein und dann. Ich muss erstmal mit dem Finger vorgehen, damit ich da nichts reinschneide. Ach, oh, Einhörner. Könnt ihr Einhörner sehen? Da, Einhörner. Nee, das. Ah, okay. Okay. Oder doch nicht okay? Das ist übrigens sehr interessant eingepackt. Oh ja. So, das gucken wir direkt hier an Müll. Das ist übrigens sehr gut. Das kann man gut gebrauchen für Boxen zu Boxen basteln. Wird mir direkt beiseite geschafft. Oh, das ist noch so eins. Da drunter. So, das ist ja cool. So, ich weiß, da stirbt jetzt bestimmt jemand bei dem Anblick dieses Papieres. Steffi ist ja so im Einhornfieber. So. Jetzt gucke ich mal, dass ich das möglichst aufschneide, ohne viel kaputt zu machen. Das Papier. Ich weiß, ich bin immer so ein... Weil das kann man ja im Prinzip weiterverwenden, ne? Hä? Pass mal auf. Nee, das ist festgeklebt. Das ist gemein. Warte. Ich gehe da jetzt mal mit der Hand hier rein. So. Ich hoffe, ich kriege das jetzt raus. Ja. Guck mal. Sehr interessant. Das wird aber eine große Box. Hier ist noch eins und hier ist noch eins. Ja, das gefällt mir. Da ist Washi-Tape drauf. Ich mag Washi-Tape. Vor allem das, wenn das nicht so richtig klebt. Dafür ist es ja eigentlich auch gedacht, um nicht richtig zu kleben. So, hatte ich eigentlich schon mal einen Chronolog oder wie das heißt, Washi-Tape gehalten? Oh, jetzt kriege ich das hier nicht. So. Washi-Tape habe ich ab. Dann können wir es ja mal aufmachen. Sie ist schon total eingepackt. Oh. Und mit so einer Serviette. Das ist eine Serviette. Irgendwo gibt es das auch als Unterlage. Irgendwo war ich der Meinung, hätte ich mal ein Video angeklickt. Und die Person hat das als Unterlage. Habe ich natürlich direkt weitergeklickt, aber das geht nicht ab. Schade.
Oh nee, da, guck mal. Oh, wie süß. Einhörner. Ah, halt, halt. Jetzt muss ich. Oh. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, ob ihr überhaupt was seht. Ja, habe ich hoch genug gestellt. Oh Gott, hier, guck mal, ist das nicht niedlich hier? Da, was ist das? War ich das jetzt? So, jetzt glitzer ich auch. Das ist ja süß. Oh, ist der nicht süß? Der. Der. Naja, gut. Das Einhorn. Ist das nicht niedlich? Hat sogar so ein Ding auf der Seite. Voll süß. Und das glitzert. Hier, Glitzer. Und hier, Glimmer. Das würde ich mal sagen. Da ist ja wohl die Aufgabe zu 1000% gelöst. Richtig schön. Und den habe ich ja gesehen. Den hat sie ja gezeigt. Das ist meins. Ach, guck, der ist doch auch so hübsch, ne? Und in der Mitte auch Glitzer drin. Oh. Unser schönes Einhornband. Ja. Was ist denn das für Papier? Och, von hinten. Oh Gott, sogar hinten Glitzer. Das ist aber auch ein lustiges Papier, finde ich. Schön. Echt schön. Meins. Wie kriege ich das denn hier ab? Da seht ihr dieses Einhorn, das ist doch mal ein traumhaftes Einhorn, oder? Das ist ja so süß. Das ist total niedlich irgendwie. Das bin ich. Ja, süß und niedlich. Hier haben wir ein großes Einhorn. Schicki, schicki. Und auch ganz viel Glimmer und Glitter. Und hier Holofolie. Hier mit Silberglitter. Und wieder so tolles Einhornpapier. Das ist ein Lollipop-Stiel, ne? So. Bin ich mal wieder da. Ach Gott. Für Olaf und Ika. Viel Spaß. Ja, habe ich gerade. Gott, wie süß, das war hier so drin. Oder was ist hier? Nee, das war hier so dran, ne? Das ist ja süß. Ja, ich kann nämlich jetzt gute Laune gebrauchen. Mein Mann ist gerade von der Arbeit. Und ist auch schon wieder weg. Federbruch vorne. Ganz toll. Schreit nach Werkstatt, oder? Sehr, sehr süß gemacht. Hatten wir, ne? Da war. Oh Gott, auf der Rückseite. Das ist ja mal toll. Ich glaube, die mache ich mir auf den Tisch. Das ist ja mal niedlich. Also auf dem Wohnzimmertisch, ne? Und zwei verschiedene Glitter. So. Hier so Glitter und auf der anderen Seite hier so. Und da hat sie die Mähne drinnen geklebt und hier hat sie die Mähne draußen, also weiter rausgeklebt. Oh, ich finde die ja so süß, diese Pferde, ne? Und da hat sie das schön mit Abstandspads gemacht. Also nicht aufeinander, sondern mit einem Abstandpad. Finde ich auch ganz süß. Ja, wieder was für ein Tisch. Oh Gott, guck mal. Believe in Unicorns. Hat sie das da vielleicht alleine drauf geklebt? Eventuell. Und alleine geschrieben. Mal gucken, ob meine Finger glitzerig ist. Nee. Oh, mein Hinterkopf ist jetzt bei meinem Mann im Auto. Das ist ja auch mal toll, ne? Wo mache ich mir den denn nachher ran? Da muss ich mal gucken. So. Jetzt gucken wir uns erstmal den schönen Umschlag an. Am liebsten hier, das hier. Die Stanze liebe ich. Die Stanze finde ich so, so toll. Allerdings nur, wenn die Sachen in Glitter gestanzt sind. Wenn sie so im normalen Papier gestanzt sind, finde ich, ist sie so ein bisschen farblos, ne? Man hat
Also ich glaube, wenn du mir hier den Pup in Glitter hinmachst, bin ich auch begeistert. Obwohl, den Pup finde ich ja sowieso süß. Hier haben wir eine Klammer. Ach Gott, doch, das ist doch ein Täschchen. Da hat das bestimmt da doch hintergeklemmt. So. So. Guck mal. Hier habe ich einen Diamanten. Von beiden Seiten nehme ich an, jawohl. Und den hat sie auch beschimmert. Ich weiß nicht, sieht man das? Schwer, oder? Upp, diesen Schimmer da drauf zu sehen. Sehr schön. Oh, mich juckt es ja hier wieder zu gucken, was in dieser süßen Box drin. Ja, mit so kleinen Schachteln kriegt man mich ja, ne? Also ich selber liebe es ja auch, Schachteln zu bauen und zu basteln. Und dann hört das auch schon mit meiner Liebe auf. Also, wenn ich dann zufällig auch noch einen schönen Card Candy oder ein Embellishment gebastelt habe, der dazu drauf passt, dann klebe ich den da drauf. Aber sowas jetzt extra dekorieren und so, das ist nicht so unbedingt meine Stärke, sage ich mal. Sage ich das jetzt mal freundlich. Und da hat sie auch hier meine Lieblingseinhörner verwendet. Und die glimmern so schön. Oh, ist das hier toll. Seht ihr das überhaupt? Ich bin hier so begeistert und hin und weg. Und holographisches Papier drunter. Und hier auch Glitzer. Oh. Ja, ich würde mal sagen, da hat sie den Wunsch nach Glitzer doch mal so richtig schön umgesetzt, oder? Wo kann man das aufmachen? Oh nein, da muss ich das hier oben abmachen. Das sind selbstgemachte Shaker. Die sind ja auch... Oh Gott, da sind Einhörner drin. Guck mal. Kann man das überhaupt so sehen? Weil ich habe meinen Lichterhimmel an. Mein Sternenhimmel. Ich will das nicht aufmachen. Aber wie komme ich denn an die Schütteldinger, wenn ich das nicht aufmache? Wenn ich das hier unten so nicht aufmache? Oh Mann. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Ich mache ja später nochmal Fotos. Oh, da oben ist hier mit Regenbogen und Wolken. Und was steht da? Los, los, zeig. Da steht Unicorn Collection. So, so. Das ist ja hübsch. Da kenne ich aber viele, die da... Naja, ja, ich auch. Nee, ist meins. Schick. Das ist auch ein hübsches Einhorn. Das ist auch voll das hübsche Einhorn irgendwie, ne? Bist du da auch mit dem Schimmerstift drüber gegangen? Über den Schweif und die Mähne und das hier? So. Dann holen wir uns mal die schönen Tacks da raus. Ich glaube aber, ich werde das beiseite legen. Und werde das immer so... Och Gott, nee. Was hast du... Was ist das? Das fühlt sich ja... Das hast du bestimmt mit Acryllack oder sowas bestrichen, ne? So fühlt sich manchmal mein... Es gibt doch dieses, in dieser Farbe und in diesem Babyblau gibt es doch als Kleberoller. Und wenn ich das verarbeite, dann mache ich das vorher immer alles mit Acryllack, damit ich meine Finger nicht so... Und das fühlt sich dann fast genauso an wie das hier. Das ist auch ein interessantes Papier. Was ist das? Ja, ich muss immer alles befummeln. Aber das Einhorn ist doch wohl mal puffig, oder? Oh. Und ich finde das so schön. Dieses Einhorn hat nicht die Modelmaße. Das ist endlich mal etwas, was sie nicht immer modelmaßig müssen. Das wirkt, ich finde, so pummelig viel sympathischer. Oh Gott. Wir haben schon von pummelig reden, gell? Oh, ein Käffchen. Oh. 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 Was ist das für Papier? Oh, ist das ein tolles Glitzerpapier. Was ist das? Ika? Ika, was ist das? Das ist so. ein riesiger Tack mit einem total niedliches Einhorn drauf. Und ich bin hier mit dem Rand beschäftigt. Böse. Böse. Echt süß. Das ist auch total niedlicher Spruch. Und die Bänder passen auch immer schön dazu, ne?
Ja, ist schön so. So. Jetzt weiß ich, woran mich das erinnert. Ist das nicht von diesen Blöcken, wo ich diesen Block in weiß nicht mehr gekriegt habe, und zwar den hier? Das ist mir aber OS aufgefallen, als ich das Ding in die Hand genommen habe. Oh, hier, guckt mal. Da. Also wer sich nicht in Glitzerpapier verliebt, und dann kriege ich auch noch einen Strauß Blumen geschenkt. Oh Gott. Also, und was ich hier schön finde ist, hier oben steht nichts drauf. Das heißt, ich könnte ich jetzt, wenn ich das verschenken würde wollen, könnte ich das also weitergeben. Also wenn ich mich von irgendeins trennen müsste, dann eher von das, weil ich liebe weißes. Weiß ist bei mir Glitter und Holograph und Silber, das steht bei mir ganz, ganz oben. Aber ich glaube, die werden lange bei mir bleiben. Die werden lange hier wohnen. Aber was ist das hier für ein Glitter? Für ein Glitzerpapier. Ich hätte gerne Aufklärung. Och nee, was ist das denn? Achso. Was ist das denn für ein fuffiges Einhorn? Also Petra und Steffi, habt ihr jemals so ein süßes Einhorn gesehen? Guck mal, das ist ja wohl mal super lieb, oder? Das hat sowas. Gott, das will man gleich beschützen, ne? Oh, dann habe ich hier Card Candies bekommen. Oh, das ist wieder dieses schöne holographische. Ja, also mir sticht das ins Auge, weil ich dieses Papier unheimlich gern mag. Genau wie Glitzerpapiere, ne? Das ist das Erste, was ich immer sehe. Oh, das ist richtig schön. Oh, und dann hier auch Glitzerpapier drum. Card Candy Einhorn, 18. März. Ja, und da brauche ich auch nichts kaputt machen. Da kann man schön hier unten aufmachen. Sehr schön. Oh, da habe ich einmal Bling Bling bekommen. Danke, danke, danke. Bling Bling hat man ja irgendwie nie genug. Und da ist sogar rot bei. Ne. Oh, ist das. Das hier, also braun. Braun ist ja auch eine Farbe, die hat man eigentlich so an Steinen kaum. Ne? Aber dies, das, ich weiß gar nicht wieso. Warum verklebt man keine braunen Steine, keine Glitzersteine? Ich weiß es nicht. Dabei sieht braun und hier ein richtig schönes Pink, so wie dieses Glitzerpink. Also ich mag braun und pink. Ich mag das. Das packe ich hier hin, das eine hier hin. Und hier haben wir direkt nochmal gefolgt in schwarz und grau und schwarz. Oh. Das schreit nach Halloween, oder? Richtig schön, ey, dass es diese Halbperlen in auch so ein Schwarz gibt. Siehst du mal, das liegt daran, dass ich einfach kein Action hier bei mir habe. Ist doch gut so. Oh, ganz viel Glitzer und ganz niedlich angemalt. Oh Gott. Nein, das ist so, wenn das so eine Karte ist, das ist so eine Karte, ne? Also ich wollte sie immer mal selber machen, hab's aber nie. Hab auch nie eine bekommen oder so. Hier, das ist so toll. Da könnte man mit kuscheln, ehrlich. So, also das ist doch diese Endloskarte, ne? Oh, guck mal hier. Ja, oh. Ja. Das animiert ja auch mal, die zu probieren, ne? Also das ist voll die coole Farbe, ehrlich. Oh Gott, das ist ja so süß. Und hier haben wir wieder diese Wellenstanze. Irgendwas ist mit dem Papier anders. Das von den Wolken als das. Keine Ahnung, was es ist. Aber total knuffig, ne? Guck mal hier so. 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 Und so.
Eine Endloskarte. Meine erste Endloskarte. Auch noch in Glitter. Absolut cool. Och, guckt mal. Einhörner. 100% Magie. Oh, warte mal, ist das nicht hier das auch, wo habe ich das hier nicht irgendwo? Hast du das hier nicht irgendwo verbastelt? Bei den. Nee. Nicht bei den Carb Candies? Das sah so ähnlich aus. Irgendwo? Nee, ne? Oder doch? Nee, das sah so ähnlich aus wie das hier von den. Ja. Da. Oh! Glitter. Glitter geht doch immer. Ups. Das fühlt sich auch so schön an. Das ist auch nicht dieses Lederzeug, ne? Wo so alle hinterher schreien, oder ist es das? Keine Ahnung, ob es das ist. Ich weiß es nicht. Nee, das ist irgendwie Papier. Das ist ganz schön. Oh Gott, ist das süß. Oh, guck mal hier. Och nee, schade, dass wir hier nirgendwo ein Baby haben, irgendwo ein Anmarsch. Also das schreit doch wirklich, okay, dann dürfte es kein Junge sein. Das schreit doch wirklich nach so ein schönes Kinderalbum oder für ein kleines Mädchen oder so, ne? Wo, ich bin das kleine Mädchen meiner Mutter. Ja, hier ist auch so ein... Hey? Da hier. Das schimmert auch so, aber das sieht man in der Also ihr seht das in der Kamera bestimmt nicht. Das ist ein ganz feiner Schimmer. Und hier ist das geprägte Papier. Das schimmert auch. Oh, und einmal transparent. Hier ist... Kommst du her? Nee? Doch. Hier ist aber... Ist das jetzt eins? Ja, das ist eins, ne? Das ist aber das Papier von dem, hier, ja, richtig hübsch. Schon fast zu schade für so eine Rosette, oder? Von dem Motiv her, das ist richtig schön. Was haben wir hier? Dieses magische Einhorn. Dankeschön. Wartet mal. Sag mal. So, dann das Transparente und die anderen, das Glitter, so. Das packe ich jetzt aber nicht wieder in die Folie rein, weil das wird nachher ordentlich wegsortiert. Schön, danke schön. Oh, das ist schwer. Ist da eventuell Schokolade drin? Das wäre meiner Gemütsverfassung ja jetzt genau das Richtige. Hier hat sie auch dieses... Oh, das ist selbstklebend. Oh. Voll niedlich. Pink ist eine Lebenseinstellung. Und was ist Glitter? Ja, da ist Schokolade drin. Oh Gott, die ist festgeklebt, die Schokolade. Obwohl, das ist ja nicht schlimm. Dann braucht man das nicht kaputt machen. Man kriegt ja hier die Schokolade raus, wenn man da so... ja. Oder hier so, ja. Hier. Kriegt man ja die Schokolade raus. Und die Packung kann man schön in die Vitrine stellen. Finde ich gut. Ja, so, ne? Also, ihr seht die von so. So kann man die schön in die Vitrine stellen. Pink ist eine Lebensart. Sieht ja auch fast aus wie so ein kleiner Bilderrahmen, ne? Hat ja auch. Ein kleiner Bilderrahmen. So, meine schöne Wäscheklammer. Oh. Dieses Anfingern und Streicheln. Oh, ich mag das, wenn sich Materialien so schön anfühlen und die glitzern hier auch noch. Das fühlt sich nicht nur gut an, das glitzert auch noch. For you. Oh Gott, mit Magnet. Jo.
Also so von der Kompaktheit, ne, fühlt sich das echt so an, als könnte man das im Portemonnaie mitnehmen. So. Als wird das auch überleben, ne? Also nicht ins Portemonnaie, in die Handtasche meine ich. Ach komm, das muss ich nochmal. Ja. Was haben wir denn hier Schönes drin? Und hier auch schön. Echt schön. Und damit es keinen Ärger gibt, zeige ich die Abdrücke nicht. Aber ich darf euch verraten, da sind ganz, ganz viele drin. Ihr dürft mal so gucken. So. Ich mag die Abdrücke nicht so gerne zeigen, nicht weil, sondern weil es eben keinen Ärger geben soll, ne? Obwohl, jetzt habe ich schon gesagt, dass da Abdrücke drin sind. Ich bin ja auch doof, ne? Also da sind Abdrücke drin. Ganz viele wunderschöne Abdrücke. Oh, der ist so süß. Die sind ja echt so süß. Ach nee. Na, glitzer, glitzer, glitzer. Es glitzert, glitzert, glitzert und es schimmert. Diese Farben kommen jetzt, ne? Schön. Glitzer, glitzer, glitzer. Ganz viel Glitzer. Würde ich mal meinen. Das ein oder andere Glitzerteil ist dann da dabei. Hier hat sie auch hingeschrieben. Das mache ich auch öfter mal, aber ja, ne? Oh. Uhu. Gott, ist das hübsch. Also das sind ja mal Aufkleber, die mir gefallen. Mirror-Sticker. Spiegelsticker. Da kann man auch das hier oben noch wieder verarbeiten, ne? Oder das ganze Ding. Da muss man hier halt nur ein Stückchen was anderes draufkleben. Ja, das ist wieder Weiterverarbeitung. Aber ich glaube, dieses muss dann auch schon erstmal, da muss was ganz Besonderes herkommen, dass man das hier auch verarbeitet. Man ist bescheuert, man ist einfach nur bescheuert. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Richtig schön. Irgendwie tickt man nicht ganz. Mein Mann sagt immer, ihr Bastel habt alle einen an der Marmel. Was ist denn? Ich bin. Oh. Oh Gott, das ist ja noch ein anderes. Das ist ja noch ein anderes Einhörnchen. Das ist aber auch. Gott, guck mal, wie schön das aussieht. Ja, ich bin da mal ein Einhorn, ne? Da ich auch pummelig bin und es Pummeleinhörner gibt, bin ich ein Pummeleinhorn. Oh, da ist nichts drin. Ist nicht beschrieben. Ja, mein aber bitte nicht, ich werde das verschenken. Das ist ein schöner Stempelabdruck. Schön. Den kann man auch über einen Wal stempeln, ne? Dann eben in Blau. Oder in so ganz hellem Blau, ne? So. Gischt. Ich bin schweife schon wieder ab, aber das ist ja auch mal wieder richtig toll. Toller Stempel. Toller, toller Stempel. Ich habe da was gesehen. Oh Gott, ich habe da was gesehen. Nö, den mache ich da nicht wieder rein. Kommt ja sowieso nachher in die Vitrine. So. Gesehen. Soll ich euch das wirklich zeigen? Guckt mal. Ich habe Einhörner und die sind so süß. Ja, die. Oh, könnt ihr da überhaupt was sehen? Ich mach das mal weg. Ich hole das mal da raus. Und da hat sie die auch noch so einen ganz tollen Hintergrund drauf. Hier so Glitter. Aber, oh, guck mal, ist das nicht schön? Och, die sind ja so süß. Ich kann jetzt Einhorn basteln. Ich glaube, die muss ich auch unbedingt morgen ausprobieren. Ach, eigentlich muss ich was anderes machen, aber ich habe jetzt Einhörner. Aber eigentlich müsste ich was anderes machen, aber ich habe jetzt trotzdem Einhörner. Ach nein, das sind so schwere Entscheidungen, ne? Das ist ja.
Ganz, ganz schlimm. Och, und da so schöne Sprüche. Und Wolken hier mit der Sonne. Oh, danke schön. Da freue ich mich ja jetzt. Das ist ja. Was ist das hier für eine Folie? Da freue ich mir jetzt einen Ast, ehrlich. Das ist ja so toll. Oh, Reinhörner. Ist das schön. Also ich hoffe, die Tomte ist mein Ding bei Nadja angekommen, bei Nadine angekommen. Und Nadine hat nur einen Bruchteil von dem Spaß, den ich gerade habe. Der ist total schön, echt. So, da ist er. Mein Umschlag. Hier auch, hier mit diesem Stempeldings. Gruppentausch. Habe ich das hin? Ich glaube, ich habe es bei mir hinten drauf geschrieben. Genau. Richtig schön. Dankeschön. Ich werde mir das jetzt aber wieder so. Oh nein! Nein! Guckt mal! Das geht ja mal gar nicht. Und erwähnte ich, dass ich diese Klammern ganz toll finde. Und jedes Mal, wenn ich der Meinung bin, die hätte ich irgendwo gesehen oder irgendjemand sagt, ja, guck mal, der Teddy hat die gerade. Und dann bin ich dann beim Teddy, dann hat der alles, nur diese Dinger hier nicht. Ich hätte nämlich hiervon gerne diese. Warte, ich zeige die euch mal kurz, weil hier. Da hatte ich wirklich Glück, die habe ich mir beim Teddy gekauft. Da hatte ich mir zwei Stück gekauft. Die war also eine Packung, waren die zwei Stück drin. Und das ist der Nachteil, wenn du am Arsch der Welt wohnst. Mal ehrlich, also ich wohne zwar wunderschön und ich kann nichts sagen, hier ist es ruhig und ich würde hier auch echt ungern wieder wegziehen, aber hier hast du ja nichts. Hier habe ich so einen kleinen Schuhkarton-Einkaufsladen und das war es dann auch schon. Und da kannst du morgens Brötchen holen, wenn du Glück hast und du kommst noch früh genug. Das ist ja so schön, ne? Also dieses Einhorn, das verstehe ich, dass du dir das gekauft hast. Das ist einfach nur zauberhaft, ehrlich. Und dann so schöne Büchschen. Oh ja, davon jetzt brauche ich einen. Also meine Nerven, das ist übrigens auch ein wunderschönes Kästchen. Das hier ist mit dem Envelope Punchboard gemacht, ne? Wunderschönes Kästchen. Oh, ich brauche das jetzt. Ich werde euch jetzt gnadenlos einen vorschmatzen, ich schwöre es euch. Ich muss das sowieso auf dem Handy hochladen, auf dem Laptop gleich laden, weil ich ja zwischendurch die Pause gemacht habe. Herzlichen Dank, Ika. Also du hast mir eine wahnsinnige Freude gemacht. Also ich der Pocketblätter ist also ein Glitzer nicht mehr zu übertreffen. Wunderschön. Und ja, ganz toll. Oh, schön. Und so viele Sachen, die man gebrauchen kann, ne? Also, die kann man schön verarbeiten auf Karten kriegt man von mir ja nicht. Ich bastle ja keine. Aber auf den Tack, wenn man jemandem was schenken möchte, kann man die super machen. Oder man macht sich selbst einen Tack draus. Einfach ein kleines Loch da rein. Ja? Da ist ja eine Nuss drin, die esse ich gar nicht. Die verfüttere ich nachher an meinen Mann. Wenn ich nach Hause komme, kriegt er die angelutschte Nuss. Ja. So machen wir das, wenn wir Toffifee essen. Ich esse die Schokolade und er kriegt die Nuss. Das möchte ich direkt gleich in meinen Schrank packen. Und das möchte ich da erstmal die Schokolade raus essen. Das kommt auch direkt in die Vitrine. Aber da ich meinem Mann das noch zeigen möchte, lasse ich das, die beiden Sachen noch draußen liegen. Ja, ist das nicht schön? Das ist so ein Altrosa hier, ne? Ich kriege das hier gar nicht alles so schön wieder rein.
bin nur froh, wenn ich das dann so reingequetscht bekommen habe, meine eigenen Sachen oder so bestückt oder so, dass es einigermaßen auch noch gut aussieht, ne? So. Die mache ich mir hier oben an die Spitze. Den lege ich dabei. Ja, vielleicht gebe ich ihm auch einen mit Schokolade ab. Ich bin ja nicht ganz so schrecklich. So, und meine zwei Pikis. Den Piki. Ich habe hier eine... eigentlich ist das so ein Glas... So ein Glas-Teelicht. Windlicht. Und da habe ich all meine Pika drin. Aber das sieht nicht mehr schön aus. Jetzt hatte ich mir überlegt, mir Moosgummi zu besorgen. Für die Pflanzen da, dieses Steckgummi. Weil das kriegst du ja eigentlich relativ überall. Und dass ich mir da meine Sachen entweder Moosteppich drüber mache. Ne, und dass man das dann so schön reinpieken kann. So. Ist das nicht schön? Ist schön, ne? Das ist schön, oder? Ihr müsst zugeben, das ist schön. So. Jetzt mache ich gleich noch ein paar Bilder für die Gruppe und ich bedanke mich herzlich.